Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Der Aktionär TV Interview mit einer Expertin aus der Aktionärredaktion. Heute bei uns Marion Schlegel, unsere Expertin für die Pharma- und Biotech-Branche. Hallo Marion. Hallo Conny. Wir starten gleich mal mit was sehr Prägnantem, und zwar dem Inside-Chart. Der ist sehr stark eingebrochen gestern. Was war da los? Genau, wir sehen es hier. Ist die Aktie deutlich zurückgekommen. Es fällt jetzt noch ein bisschen weniger auf, weil die Aktie zuvor extrem stark gestiegen ist, aber es war jetzt wirklich ein deutlicher Einbruch gewesen. Das lag ganz einfach daran, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die FDA, hat weitere Daten gefordert für ein zusammen mit Eli Lilly entwickeltes rheumatoide Arthritis-Mittel. Und ja, das ist natürlich ganz klar, das ist dann der Auslöser für den Rückgang. Und das war eben besonders überraschend gewesen, nachdem man eigentlich auch im Februar diesen Jahres schon in Europa die Zulassung bekommen hatte. Und deswegen hat man eigentlich damit auch gerechnet, dass das wohl auch in den USA durchgehen wird. Dem ist jetzt nicht so. Es sieht jetzt alles danach aus, dass weitere Studien gemacht werden müssen. Kostet alles Zeit und Geld. Deswegen, dadurch erklärt sich dann natürlich der Rückgang bei Insight. Was machen wir jetzt mit der Aktie? Wie viel Zeit, wie du schon angesprochen hast, müssen Anleger jetzt noch investieren, um damit das ausgestanden ist? Im Idealfall natürlich positiv. Mhm. Also am 4. Mai präsentiert Insight auch Quartalszahlen. In dem Zusammenhang wird das Unternehmen auch bekannt geben, inwieweit sich das auf den Ausblick das Ganze auswirken wird. Insgesamt muss man sagen, ist es natürlich bei Insight jetzt nur so, dass es ein Teil von der großen Pipeline ist, die wirklich sehr vielversprechend ist. Und es besteht nach wie vor bei der Aktie auch große Übernahmefantasie in der Branche. Ich sage mal, regelmäßige Zuschauer dürften es wissen, Gilead ist ein potenzieller Aufkäufer, der was machen muss am Markt. Und da ist im Insight ein Kandidat, der zu Gilead sehr gut passen könnte. Also nach wie vor auch die Übernahmefantasie im Markt. Und da würde ich sagen, der Rücksetzer für spekulative Anleger eher eine Einstiegschance bei dem. Also das heißt, du bist oder der Aktionär an sich ist optimistisch, könnte sich eher nur um die kleine Delle halten und dieser schöne Trend, den wir gesehen haben, dürfte sich dann doch langfristig fortsetzen. Genau, also wir haben jetzt doch eine deutliche Korrektur gesehen und da würde ich jetzt eher dazu tendieren, einzusammeln, auch wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen, eher zum Einsammeln tendieren. Wenn wir über Insight sprechen, müssen wir auch über BB Biotech sprechen, weil Insight nämlich die zweitgrößte Beteiligung von BB Biotech ist. Hatte das jetzt in der Aktie auch Spuren hinterlassen? Ja, also wir sehen auch hier den kleinen einen Rücksetzer, bei BB Biotech natürlich etwas kleiner, weil es nur eine Beteiligung ist, ganz klar. Aber man sieht hier trotzdem, dass die Aktie auch zurückgekommen ist. Das lag eben an Insight, an der Enttäuschung. Insgesamt muss man aber sagen, ist bei BB Biotech momentan so ein bisschen das Problem, dass einfach die Biotech-Branche an sich nicht so richtig ins Laufen kommt. Der Nasdaq Biotech-Index dümpelt, sage ich mal, in der Range zwischen 3.000 und 3.200 Punkten so hin und her. Da müsste man mal über die 3.200 Punkte rausgehen. Momentan sieht es wieder sogar eher danach aus, als könnte man vielleicht nach unten rausgehen. Das war natürlich auch. Ja, ich sag mal, zum einen ist natürlich Trump nach wie vor so ein bisschen ein Schleier über die ganze Branche. Und ja, also wir kommen momentan nicht so richtig in die Gänge und das belastet natürlich auch BB Biotech. Und was machen wir jetzt mit der Aktie? Was spricht der Chart? Sieht ja auch nicht ganz so, es sieht sehr volatil aus. Könnte jetzt fast schon sowas wie eine Schulter-Kopf-Schulter vielleicht rein interpretieren. Also wie siehst du das? Also langfristig bleibt BB Biotech ganz klar, ich sag mal, das Grundinvestment in der Branche, da ändert sich auch nichts dran. Die haben nach wie vor ein sehr gutes Händchen, was die Auswahl der Beteiligungen angeht. Sicher kann es mal einen Rücksetzer geben, aber langfristig gesehen bleibt die Aktie ganz klar Basisinvestment. Okay, also müssen wir uns nicht zu sehr aufregen über die ganze Angelegenheit. Novo Nordisk, unser nächster Wert, macht es charttechnisch gerade spannend. Genau, Novo Nordisk ist auch eine Beteiligung von BB Biotech, aber nicht ganz so groß wie jetzt Insight, aber trotzdem gehört es zu den Top 15. Die Aktie hat in der Vergangenheit recht große Sorgen gemacht. Wir sehen es hier. Die Aktie ist deutlich eingebrochen. Grund dafür ist der Preisdruck bei Insulin und demzufolge hat auch Novo Nordisk die Prognosen mehrfach gesenkt. Das sehen wir hier beim Chart. Aber zuletzt sehen wir hier jetzt eine Bodenbildung in dem Bereich und haben zuletzt auch deutlich von 30 jetzt in den Bereich von 34 Euro ganz gut zulegen können und sind jetzt hier an eine wichtige Widerstandszone herangelaufen. Und wenn wir da drüber hinausgehen könnten, auch jetzt noch über die 200-Tage-Linie, dann wäre das wieder ein sehr, sehr gutes, positives Signal für die Aktie.
Und auch fundamental, zumindest für Langfristanleger, könnte sich hier der Einstieg jetzt mittlerweile lohnen. Aber doch ein bisschen spekulativ. Es ist sicherlich spekulativer, aber was jetzt bei Novo Nordisk, sage ich mal so als Fantasie, so ein bisschen im Hinterkopf bleiben sollte, ist jetzt nicht von heute auf morgen, aber so von der Zukunftspipeline her, man hat eine orale Variante von Insulin in der Pipeline und das könnte halt diese Spritzen ablösen und das ist auf jeden Fall eine große Fantasie bei dem Wert. Ah ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu Roche, haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Dabei hat sich da zuletzt newsmäßig einiges getan. Vielleicht bringst du uns mal auf den neuesten Stand. Genau, also gerade über Ostern, wo es eigentlich, sage ich mal so, in der gesamten Branche so eher ein bisschen ruhiger war, gab es bei Roche eigentlich einige Neuigkeiten. Zum einen bei einem Immuntherapeutikum zu einer Behandlung von einer speziellen Blasenkrebsart. Da wurde von der amerikanischen Zulassungsbehörde ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugesprochen, was sehr gut ist. Zu dem Mittel auch wird es im zweiten Quartal wichtige Daten geben. Also da können wir noch auf ein bisschen was gespannt sein. Außerdem hat die US-Tochter Genentech eine erweiterte Zulassung für ihr Augenmittel Lucentis erhalten. Und auch bei einem Mittel gegen Bluterkrankheit gab es positive Zwischenresultate in der Phase-3-Studie. Das heißt, was machen wir mit der Aktie? Also Roche ist eigentlich einer der Pharmawerte, der mir am besten gefällt, muss ich sagen. Wir sind ja auch charttechnisch im Februar über die 200-Tage-Linie hinausgegangen. Ist es natürlich in der gesamten Pharmabranche so, dass alle so ein bisschen mit Patentausläufen zu kämpfen haben. Das ist natürlich auch bei Roche so. Aber ich sehe die Pipeline von Roche wirklich als sehr attraktiv an. Und ich glaube, dass das ein Wert ist, der das am besten ausgleichen könnte. Wie ist denn die Bewertung von Roche? Ja, ich sag mal im Branchenvergleich eigentlich jetzt eher ein Tick niedriger vielleicht noch als die direkte Konkurrenz, aber da ist jetzt kein so großer Spielraum, sage ich mal, drin. Aber von den Wachstumsaussichten her in jedem Fall jetzt nicht zu teuer. Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Marion, für das kleine Update aus der Pharmabranche. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Und ja, bis zum nächsten Mal.